Lockere deine Arme und Beine und bring sie in die Position, die dir angenehm ist. Atme bewusst ein und aus. Und erlaube deinen Atem so zu kommen und zu gehen, wie es gerade passiert. Mit jedem Ausatmen erlaube dir, alle Sorgen und Bedenken loszulassen. Und mit jedem Einatmen erlaube dir, Leichtigkeit und Ruhe in dich aufzunehmen. Alle Außengeräusche nimmst du als dazugehörig und richtig wahr. Deine Gedanken ziehen wie kleine Wolken vorüber. Wenn ein wichtiger Gedanke deine Aufmerksamkeit wünscht, verabrede dich zu einem Zeitpunkt nach der Meditation mit ihm und schicke ihn weiter mit den anderen Wolken. Mit jedem Ausatmen gibt es für dich nichts mehr zu tun. Mit jedem Einatmen nimmst du Leichtigkeit und Ruhe in dich auf. Deine Gedanken ziehen alle an dir vorbei. Sie dürfen sein und du lässt sie ziehen. Du darfst loslassen, sein, wie du gerade bist. Lausche nach innen, um dich selbst wahrzunehmen. Du spürst, wie du nach und nach loslassen kannst. Für dich gibt es nichts mehr zu tun. Du nimmst deine Gefühle wahr, auch sie ziehen an dir vorbei. Alle Außengeräusche nimmst du als dazugehörig und richtig wahr. Jedes Geräusch vertieft deine Entspannung. Für dich gibt es nichts mehr zu tun. Vor deinem inneren Auge entsteht eine Treppe. Gehe hinauf oder hinunter, wie es dich gerade führt. Wenn du möchtest, kannst du an der Treppe etwas ablegen, was dich beschwert. Das kann ein Paket oder ein Gepäckstück sein oder irgendetwas anderes, was dir hinderlich ist. Leg es ab, wenn du möchtest. Und gehe die Treppe weiter hinauf oder hinunter, wie es dich gerade führt. Am Ende deiner Treppe kommst du in eine herrliche Landschaft. Vielleicht ist es eine Lichtung im Wald oder ein Ort in den Bergen. Was immer du dir wünschst, es ist ein herrlicher Ort. Vielleicht hörst du Vogelgezwitscher oder nimmst andere Tiere wahr, die dich begleiten. Die Sonne scheint und du spürst ihre Wärme und Helligkeit. Wenn du möchtest, kannst du deinen Schutzengel rufen. Vielleicht möchtest du, dass er dich ein Stück begleitet. Bitte ihn, dich zu begleiten, und er wird kommen. Du spürst, wenn er bei dir ist. Das Einhorn Costa erscheint auf deiner Wiese. Costa ist das Einhorn des Element Wasser aus der Horde der goldenen Einhörner. Costa würde dir gern deinen Fluss des Lebens zeigen. Der Fluss, der deinem Leben entspringt und der deinem Leben entspricht, der den Weg deines Lebens zeichnet und formt. Costa ist bei dir und möchte dir Folgendes mitteilen und spricht: Geliebtes Erdenkind, du bist immer im Fluss des Lebens eingebettet und für den Lauf deines Lebens ist gesorgt. Du hast nur die bewusste Verbindung zu dem Element Wasser vergessen und somit leider auch die Verbindung zu deinen Gefühlen. Dein Gefühl ist der Impulsgeber, nach dem du eigentlich dein Leben und somit deine Entscheidungen ausrichten solltest. Deine Erziehung, die gesellschaftlichen Zwänge und der anerzogene Glaube daran, dass man immer jemandem gefallen muss, dass man lieb und artig und immer willig sein muss, Befehle auszuführen, damit man einen Platz in der Gesellschaft bekommt,
mach dich zu einem Schatten der Zwänge und des Gefallenwollens. Damit entfernst du dich immer mehr von dir selbst. Du entfernst dich von deinen Gefühlen. So weit, bis du gar nicht mehr weißt, wo dein eigenes Selbst ist und was du fühlst. Ich, Costa, bringe dich wieder mit deinen Gefühlen in Verbindung und rückverbinde dich so wieder an deinen eigenen Fluss des Lebens. Somit verlässt du den Fluss der anderen und wirst wieder zu deinem eigenen Steuermann mit deinen Gefühlen als Navigation. Dein Leben, dein Fluss, all das ist nur für dich. Du allein besitzt diesen Fluss und du allein bestimmst, wie du den Fluss überqueren, dich ihm hingeben möchtest oder ihn für dich nutzen möchtest. Mit mir lernst du wieder auf dein Gefühl zu hören, es wahrzunehmen und dass du dich wieder auf dein Gefühl verlassen kannst. Wenn du bereit bist, begeben wir uns nun auf die Reise zu deinem Fluss, zu deinen Gefühlen. Wenn du möchtest, folge mir. Ich, Costa, bin immer an deiner Seite und beschütze dich. Vor dir erscheint ein wunderschönes Areal und du entdeckst einen Flusslauf. Er kann groß oder auch ganz klein sein. Es kann sich auch das Bild eines ausgetrockneten Flussbettes zeigen, in dem nur noch ein kleiner Rinnsal vor sich hin plätschert. Nehme alles so an, wie es kommt, ohne etwas zu verschönern oder zu verändern. Beobachte nur und betrachte deine Umgebung. In dir steigt das Gefühl und auch ein paar Bilder auf, die dir zeigen, wie der Fluss einmal war, wie er mal ausgesehen hat, als du in diese Welt geboren wurdest, als du den Beginn dieser Inkarnation angetreten hast. Du erkennst das Gefühl und erkennst diese Bilder und du weißt jetzt genau, wie der Fluss aussehen sollte. Dies gilt es nun wieder herzustellen, aber nur ganz sachte, Stück für Stück. Costa ist an deiner Seite und unterstützt dich dabei. Wenn du nun weißt, dass dort Unrat und Steine im Wege liegen, räume sie weg oder bitte Costa darum, dir zu helfen. Oder du weißt auf einmal, dass dort eine Brücke stand, beginne sie wieder neu aufzubauen. Aber nehme dir nur eine kleine Aufgabe vor. Du wirst öfter hierher kommen, deswegen macht es keinen Sinn, alles auf einmal und in Eile erledigen zu wollen. Nur eine kleine Veränderung erfüllst du heute. Das kann auch ein Floß sein, das du bauen möchtest, oder du suchst nach dem Damm, der deinen Flusslauf blockiert, und reißt ihn ein. Erledige nur das eine, was dir nun gerade einfällt, aber nur das. Bitte Costa um Hilfe und habe das Vertrauen, dass du beim nächsten Besuch am Fluss eine andere Aufgabe erledigst. Du hast alle Zeit der Ewigkeit, es bedarf keine Hast und nur die Geduld bringt dich voran. Beginne nun mit deiner ersten Aufgabe oder erweitere deine Aufgabe vom letzten Mal. Sei sie auch noch so klein, ihre Wirkung wird großartig sein. Bitte Costa um Hilfe, wenn du möchtest, und vertraue darauf, dass auch eine Flut gut für dich sein kann. Erledige wirklich nur eine Aufgabe.
Wenn die Zeit gekommen ist und deine Aufgabe für jetzt erledigt ist, beobachte die Umgebung, beobachte deinen Fluss und nehme wahr, was sich verändert hat und wie es sich anfühlt. Fühle, wie es sich verändert hat. Fühle, wie es für dich ist und wisse, dass du zurückkehren und alles nach und nach erledigen wirst. Stück für Stück veränderst du, was noch verändert werden muss. Eins nach dem anderen. Du hast alle Zeit der Ewigkeit, es gibt keinen Grund zur Eile. Wenn es an der Zeit für dich ist, Costa begleite dich mit deinem Schutzengel zusammen zu deiner Treppe zurück. An der Treppe angekommen, führt sie für dich hinauf oder hinunter, wie es dir gerade richtig erscheint. Wachheit, Klarheit, deine eigenen reinen Gefühle sind wieder komplett in deinem Bewusstsein. Das Wissen darüber, dass dein Gefühl dein Navigator ist, bleibt dir erhalten und durchströmt dich. Du bekommst Lust, dein Leben tatsächlich zu leben, deinen Gefühlen und somit der Freude zu folgen. Du gehst gestärkt und mutig voran. Du weißt, dass deine Gefühle dein Navigator sind und gehst freudig die Treppe zurück in deinen Alltag. Wenn du auf dem Hinweg ein Gepäckstück oder ein Paket an der Treppe abgestellt hattest, kannst du dir nun aussuchen, ob du es wieder aufhebst oder es liegen lässt. Solltest du es liegen lassen, sei dir gewiss, dass dein Schutzengel sich darum kümmert, dass alles gelöst wird. Die geistige Welt wird sich um den Inhalt kümmern. Mit jedem Schritt weißt du mehr und mehr, was du tun willst und gehst freudig die Treppe zurück in deinen Alltag. Du kommst mehr und mehr zurück ins Hier und Jetzt. Und mit jedem Schritt spürst du mehr und mehr deinen Körper, deine Arme und deine Beine, deine Hände und deine Füße. Mit jedem Schritt kommst du mehr und mehr ins Hier und Jetzt zurück. Du spürst deine Hüfte und deine Schulter, deinen Kopf und dein Becken. Und wenn das an der Zeit für dich ist, öffnest du deine Augen. Sei willkommen mit deinem klaren, hellen Licht auf dieser Erde. Sei beschützt und wohlbehütet von den Einhörnern der Goldenen Horde.